macht. Wie sehen Sie heute international die Entwicklung der Regionalität in der Küche? Ja, ich muss da ein bisschen ausholen, ja, weil ich komme da schon von einer anderen Ecke. Ja. Ich habe natürlich hier in Pakistan im Hotel Straubinger bei einem exzellenten Küchenmeister meine Lehre gemacht, bei Herrn Diplom-Küchenmeister Ludwig Scheibenflug, leider schon verstorben. Und habe da natürlich auch ein bisschen gelernt, wie gesagt, die gehobene Gastronomie und natürlich auch im Stüberl eben die regionale Küche. Und das habe ich dementsprechend, kann man sagen, gespeichert im Hinterkopf. War dann 14 Jahre im Ausland, hatte das große Glück gehabt, bei den allerbesten Chefs geprägt geworden zu sein. Bin dann 70 nach München, habe das Tantris eröffnet, mittlerweile 44 Jahre. Na, ja, so wurscht. Und auf jeden Fall habe ich da schon angefangen, ja, okay, gut, ich habe diese sogenannte Nouvelle Cuisine, die ja nicht ja nur großen Anklang gefunden hat. Ja, sie hat auch Kopfschütteln, es war alles zu klein, es war alles zu teuer. Ja, aber die Leute haben eigentlich die Message nicht verstanden. Das heißt eben die Frische, die Produkte entschlacken. Das war ja eigentlich, kann man sagen, die Botschaft. Und, aber ich war natürlich schon geprägt von der traditionellen, klassischen Küche und habe dann aber gemerkt, ja, dann, gerade in der Aubergine, ja, das, wo ich ein bisschen dann das Ohr angelegt habe an den Gästen, dass man ihre Wünsche mal ein bisschen, ja, aus der Nase gezogen hat, ja, und dann hat man gesagt, oh, ich würde mir ganz gerne wieder mal irgendwas Geschmortes oder ich würde gerne wieder ja, etwas im Ganzen und so weiter und so fort. Und das habe ich ja dann dementsprechend aufgeschnappt, habe dann relativ meine Dings geändert, meine Speisekarte, das heißt mit Alternativen. Man darf nicht vergessen, das Aubergine war ja weltweit, ja. Wir haben Japaner gehabt, wir haben, selbst der Norddeutsche konnte mit der bayerischen Küche nichts anfangen. Sprich jetzt das Züngerl, sprich zum Beispiel, so bodenständig waren wir ja nicht. Aber wenn, haben wir das schon auch dementsprechend fein und ein bisschen, ja, also schon ein bisschen anders auf dem Teller platziert. Aber es hat natürlich, und dann habe ich halt das Glück gehabt, da schon Leute kennenzulernen. Unser Milchkalb, ja, das war 90 Kilo schwer, das war sensationell. Ich habe Metzger eben gehabt, Fischer, die uns den ersten Huchen gebracht haben. Ich habe natürlich auch von Belgien dazu mal schon die Hopfensprossen mitgenommen. Ich habe auch als Kind wahnsinnig viel, das war mein Vater, hat mich tyrannisiert beim Spazierengehen immer, was ist das für eine Blume? Dann muss ich immer die Triebe von den Fichten, ja, für unseren Dingshonig, ja, für unseren Fichtenhonig, Tannenfichtenhonig, war ja eigentlich verboten. Daraus habe ich dann schon im Tantris das Tannenwipfelhonigeis gemacht. Ja. Ich habe ja auch dann Preiselbeeren, Schwarzbeeren, Holunder. Ich habe viel gemacht mit dem leider verstorbenen Rochelt Günther, haben wir sehr viel gemacht, eben auch für die Gourmet-Serie von Wilsberger mit den ganzen Beeren und so weiter. Und es war mir halt immer sehr, sehr wichtig, ja, gerade die Produkte. Und es war im Aubergine wahnsinnig schwierig mit der Preiskalkulation. Ein Rehragout abverlangt weitaus viel mehr, kann man sagen, Arbeit oder Arbeitsschritte als ein Filetsteak. Aber was kann ich dafür verlangen? Und natürlich habe ich das nur mittags gemacht. Ja? Und das hat man dann, auch die Fischer, ich kann mich noch gut erinnern, der Fischer Huber am Starnberger See, da habe ich mir einen Zahnarzt vorgestellt, ja, und dann habe ich gesagt, ja, und könnten wir ein paar Fische haben für ihn? Nein, wir haben jetzt wenig, ja. Und dann haben sie mir irgendwo mal gesehen im Fernsehen oder in einer Zeitschrift, und dann auf einmal ist es gegangen, ja, dann ist sie gekommen. Und wir haben sie verwöhnt mit Pralinen und mit Champagner, und dann hat sie uns die Fische, das war eine Augenweide, ja. Aber beim Gast war es noch nicht angekommen, ja? Beim Kritiker auch nicht. Die waren kritisch. Und viele hochdekorierte Kollegen, ja, kopfschüttelnd. Heute sind sie teilweise der Erfinder der langen Pfeife. Ja? Und so natürlich muss man durchgehen. Ja? Genau wie Sie richtig sagen, man muss wie ein Ziel haben. Man muss ja auch teilweise eben sein
Programm, seinen Kochstil ändern. Man muss eben auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Und ich finde eben dieses, kann man sagen, diese Idee mit dem kulinarischen Weg hier in Salzburg grandios. Und was mich ganz besonders freut, ist natürlich, wir brauchen ja auch den Produzenten. Der Produzent, der für uns produziert, der Bauer, ja, die kurzen Wege. Und je schöner das Produkt ist, umso weniger müssen wir, auf Deutsch gesagt, herumfummeln, ja, weil wir schon die Qualität haben, weil wir es gar nicht notwendig haben, damit Aromen oder Aromaten zu arbeiten, sondern einfach dem Gericht, ja, seinen ursprünglichen Geschmack zu lassen. Ja. Und ich habe heute in der Früh das wunderschöne Buch von meinen hochgeschätzten Kollegen Obauers gelesen, das Via Culinaria. Fantastisches Buch mit wunderschönen Rezepten drinnen, ja, und man sieht eben, was eben die regionale Küche hergibt. Danke. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hängt an den Lippen vom Professor Witzigmann und möchte gar nicht, dass er aufhört zum Erzählen. Ich hoffe, wir haben aufgrund des beschränkten Zeitangebots noch die Gelegenheit, mehr von Ihnen zu hören. Ich darf die neu dazugekommenen Diskutanten vielleicht gleich mit der Überleitung, weil die Bedeutung des Landwirtes so stark auch jetzt gekommen ist, zum Herrn Gunter Neiner spannen. Sie sind ja eigentlich kein klassischer gelernter Landwirt, ähnlich wie es Sepp Zotter zuerst gesagt hat. Sie sind ja eigentlich Zeichenlehrer und haben als Pionier in der mit Ziegenkäse, das hat gerauscht, deswegen haben wir das Handmikro genommen, wenn es rauscht, macht man es gleich auch wieder, begonnen. Und ich würde ganz gern hier in die Familie, in die Person und in dieses Authentische gehen, wo Frau Dr. Kamersin ja über die Authentizität gesprochen hat und ich glaube, Sie möchten das noch etwas verdichten. Ja, möchte ich gerne. Ich hoffe, es wirkt nicht wie ein Verräter, wenn ich sage, ich fühle mich nicht als Tourismusmissionär oder als Tourismusbetrieb, sondern wir fühlen uns ganz schlicht und einfach als Bauernhof, der versucht, das Land, die Tiere, den Boden bestmöglich zu bewirtschaften. Und was heutzutage ja in der Landwirtschaft leider nicht mehr selbstverständlich dazugehört, auch sehr gute Lebensmittel draus zu machen. Die meisten Bauern heutzutage sind ja nur mehr Rohstoffproduzenten. Und ich finde, die Authentizität, die ja heute schon öfter gefallen ist, die muss wirklich stimmig sein und soll, so empfinde ich, und so empfinde ich es auch als Gefahr, soll nicht eine Werbeblase sein für außen. Wir versuchen, diese Philosophie, klingt sehr hochspurig, diesen Lebensstil möglichst so zu leben, wie wir wird es für die ganze Welt eigentlich wünschen. Das heißt, eine möglichst hohe Selbstversorgung im engsten Umkreis zu haben und gute Lebensmittel nicht nur, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen provokant, nicht nur für die Leute, die es sich leisten können, sondern als Alltagskultur zu haben. Und das ist natürlich auf einem Bauernhof ganz leicht möglich und für viele ist es vielleicht leicht gesagt, weil es eine Frage des Preises manchmal ist, zumindest wenn man in der Stadt lebt. Aber für mich wäre das das große Ziel. Und um den Kreis zu schließen, und das haben wir in der Vorbesprechung gesagt, es soll der Name Slow Food auch fallen, im Sinne von Slow Food, gute Lebensmittel sollen Teil der Alltagskultur für alle Menschen sein. Und wenn das authentisch gelebt wird, dann kann es auch sehr wahrhaftig an den Gast, an den Tourismus ausstrahlen. Wenn es nicht der Fall ist, glaube ich,
ist die Gefahr sehr groß, dass das nur ein Trend ist. Aber da sind wir genau am Punkt, wo eben sehr wohl der Einzelbetrieb ein ganz, ganz wesentlicher Faktor im Tourismus, im Salzburger Landtourismus ist. Und ich würde vielleicht, weil gerade das druckfrische à la carte Salzburger Land vor Christian Grünwald, dem Chefredakteur von à la carte liegt und keiner... Ich kenne keinen anderen Journalisten wie ihn, der seit über einem Vierteljahrhundert die Kulinarik-Szene so intensiv journalistisch bearbeitet. Die Trophée Gourmet, im heurigen Jahr wird sie 25 Jahre, als eigentlich die Spitzenleistungen der Gastronomie und im weitesten Sinne der Kulinarik in Österreich vor den Vorhang zu holen. Ja, Christian Grünwald, welche Veränderungen zum Thema Genuss, zum Thema Regionalität, Authentizität im Tourismus sind Ihnen jetzt in den letzten Jahren aufgefallen oder spüren Sie? Ich kann es natürlich vor allem von der gastronomischen Seite sehen und der Tourismus bedient sich jetzt dieser Entwicklung sehr stark und gekonnt. Ich glaube, dass in der österreichischen Gastronomie schon seit 20 Jahren zum Teil exakt das gekocht wurde, was auf einmal völlig en vogue ist. Nur hat es nie einer so verkauft, nie so zielstrebig in die Öffentlichkeit gebracht. Gerade in Österreich ist oft ein bisschen immer der Fehler gewesen, man ist sich selbst genug, man hat nie diesen großen Ehrgeiz gehabt, auf internationale Bühnen zu gehen. Und siehe da, man hat auch die einen oder anderen Trends, zum Beispiel Molekularküche, zum Glück eher verschlafen. Und diese Regionalität, die ist da und die ist dann so passiert und ich meine, da braucht man eigentlich nur bequem so ein bisschen raufsteigen und es funktioniert. Dass es jetzt verkauft wird, liegt am Geschick eben zum Beispiel von Tourismusorganisationen, die beide Seiten sehen. Es ist ja für, auf der Produzentenseite war es immer so, die Weinbauern waren eigentlich sozusagen die Edelbauern, von denen man auch irgendwie Geschichten, Gesichter gesehen hat, aber man hat kaum von den Fleischproduzenten, von den Käseproduzenten noch vor 10 Jahren wirklich Bilder vor sich gehabt. Es waren keine Geschichten, es waren keine Porträts. Und mittlerweile sind exakt, so wie der Herr Neiner, das sind große Philosophen, die ganz einfach viel querdenken, die alles hinterfragen, die diesen Produkten einen völlig neuen Input geben und aber auch natürlich vor ganz anderen Herausforderungen gestellt werden, weil wenn jetzt permanent jeder Tourist im Hirsenhof vorbeikommen möchte und eine Scheibe Käse probieren und sonst was, er verzweifelt, weil er möchte ehrlich jeden Menschen auch wirklich etwas erzählen, empfangen, aber es ist natürlich zeitlich unmöglich. Und da sind wir jetzt beim Problem oder auch beim Glück der Limited Edition. Und die ist hier in Salzburg noch gegeben. Es geht nur in ganz kleinen Einheiten. Sobald das irgendwie in großen Einheiten gespielt wird und mit diesen ganzen Begriffen Bio und natürlich und regional ist sowieso alles, wenn das alles in großen Produktionsmengen in den Supermärkten steht, dann noch der Preis auch eigentlich das wichtigste Argument ist, dann ist die Idee eigentlich schon wieder kaputt. Bedeutet die Achse Produzenten und Gastronomie, da kann ich diese Limited Edition Geschichte noch gut aufrechterhalten, da muss es auch eine gute Interaktion geben, wo man sich gegenseitig noch weiter pusht und ganz besondere Sachen irgendwie macht. Aber man muss aufpassen, dass es nicht so inflationär wird. Und wir sind aber erst am Anfang dessen, dass wir das überhaupt vernünftig verkaufen und auch international noch viel, viel mehr Beachtung kriegen. Ich meine, erinnere nur an Steyr-Eck und Platz 11 in der San Pellegrino-Liste, wenn man gesehen hat, wie der international auf einmal wirklich Beachtung kriegt, das ist so unendlich wichtig für dieses Land, dass die Leute ganz einfach wissen, in Österreich wird groß gekocht und es geht dann irgendwann nicht nur um diese super Hochleistungsgastronomie, sondern das, was wir überhaupt am besten können, das ist diese Mittelstandsgastronomie, weil man tut sich sehr schwer,
irgendwo nicht gut zu essen. Das ist ja eigentlich die Umkehrung. Ne? Und dazu, dass es hinausgetragen wird, trägt auch, und halten Sie es vielleicht bitte in die ja. Höhe, ich weiß nicht, ob es alle gesehen haben, es ist auch dann in den Unterlagen für Sie dabei, das Buch von à la carte über das Salzburger Land, eine ganz, ganz tolle Zusammenfassung, eben unter der Schirmherrschaft, in dem Fall von Christian Grünwald. Das sind halt viele Geschichten über Produzenten und auch Gastronomen und im Prinzip alle Produkte, die ein Gesicht haben und wo ich eine Geschichte, eine persönliche Geschichte dazu erzählen kann, da ist die Herkunft so unzweifelhaft. Ja, das ist eigentlich das eigentliche Prädikat, das ist besser als jedes staatliche Siegel. Und angesprochen war auch noch einmal das Thema Bio und ich würde den Herrn Zotter vielleicht bitten, weil das vielleicht in unserem Dialog nicht ganz klar rübergekommen ist, zum Thema Bio-Szene im Sinne Industrie versus natürlich der Biolandschaft etwas zu sagen, aber den Bogen durchaus auch zu spannen bis zu Ihrem essbaren Tiergarten. Ja, also grundsätzlich ist vorher aufgetaucht, dass ich nicht jemand bin, der gegen die Bio-Szene oder was kämpft. Ganz im Gegenteil, ich bin selber ein Bio-Produzent, sondern mir geht es einfach darum, dass da Bilder aufgezeigt werden in der Bio-Szene, beziehungsweise ich nenne es jetzt einmal verschärft Bio-Industrie, die natürlich sofort Blut sozusagen geleckt hat und jetzt natürlich unzählige Bio-Produkte sozusagen in den Markt wirft. Ich meine, zu Preisen, die teilweise dem Konventionellen sozusagen gleichgestellt sind und deswegen Konsumenten sehr, sehr schwer ist, logischerweise da zu unterscheiden. Das habe ich gemeint, dass da mit Bildern gespielt wird, die so nicht realistisch sind, weil es eben auch bei Bio geht es ja um mehr. Nicht nur, dass man nicht spritzt und keinen Dünger verwendet, sondern es geht um eine Haltung. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, dass das in Zukunft auch gelebt werden kann, dass der Konsument da einen Unterschied erkennen kann. Ja, und deswegen habe ich auch bei mir in meinem Schokoladentheater dieses Projekt Essbarer Tiergarten gemacht, das am Anfang natürlich auch sehr, sehr zweifelhaft war für viele Leute, weil die gesagt haben, na der Zotter, was macht er denn jetzt? Jetzt ist er Schokoladier und jetzt macht er einen essbaren Tiergarten, jetzt geht das mit der Landwirtschaft auch noch an. Aber ich komme aus der Landwirtschaft und das war mir einfach ein wichtiger Beitrag, oder ist mir ein wichtiger Beitrag, Landwirtschaft einmal zu zeigen in einer Form, wie sie in der allerhöchsten Form sein könnte. Ich sage jetzt gar nicht sein muss, weil das, was wir machen, also ich bewirtschafte mittlerweile 68 Hektar Biolandwirtschaft und 27 Hektar davon sind begehbar, also für die Leute zum Anschauen. Und das Motto, das wir da haben, ist halt, schau dem Essen in die Augen und dann entscheide, wie groß das Schnitzel sein soll. Und da bin ich am Anfang natürlich sehr angefeindet worden, gerade von Tierschutzorganisationen und natürlich auch von der Landwirtschaft selber und vor allem von der Fleischindustrie, weil ich gesagt habe, weil ich natürlich auch da mittlerweile das sehr konsequent umgesetzt habe. Also ich habe da eine mobile Schlachtbox. Also bei uns werden keine Tiere transportiert, sondern die werden alle auf der Weide geschlachtet. Und habe auch eigene Fleischverarbeitung gemacht, habe eigene Bäckerei gemacht, eigene Ölpresse. Also ich habe da wirklich versucht, es gibt da eigene Hochbeete, wo das Gemüse gezogen wird. Es ist eine ganz extreme Geschichte, das weiß ich schon. Deswegen werde ich da so oft kritisiert, weil die Leute sagen, naja, der Zotter macht das halt, weil der kann halt. Ich muss dazu sagen, ich habe mir es auch erwirtschaften müssen, es ist mir auch nicht durchs Fenster geflogen. Aber es ist eine Art, beziehungsweise einmal eine Möglichkeit für einen Konsumenten, ich habe da wahnsinnig viele Schüler auch und so, dass sie sich mal mit dem Thema Essen überhaupt auseinandersetzen. Weil die meisten sehen ja Lebensmittel-Supermarkt, da gibt es drinnen das Joghurtregal, das Käseregal, das ist alles riesig groß, da glauben wir sowieso, dass das schon alles so viel sei. Und dann natürlich das Fleischregal ist sowieso die Katastrophe. Weil ein Viech, das keinen Kopf hat, hat keine Emotion. Deswegen ist es auch so toll, in Frankreich gibt es noch Märkte, wo die Hühner mit Kopf verkauft werden und da müssen Sie mal zuschauen, wie die Leute dort kaufen. Die kaufen ganz anders. Wenn das Händler einen Kopf hat, dann schaut man es an, überlegt, ob die Schenkel passen und fragt vielleicht auch danach, wie es dem Händler gegangen ist. Wenn das natürlich keinen Kopf hat und einvakuumiert ist, dann ist es im schönen Licht halt nur der Preis, der letztendlich zur Entscheidung beiträgt. Also ich bin der Meinung, man kann nicht den Konsumenten irgendwie die Schuld geben, weil es wird immer von uns Unternehmern gern gesagt, ja, ich mache nur das, was der Markt macht, ich kann nichts dafür. Und die Landwirtschaft macht das auch. Die Bauernschaft sagt, ja, ich kann nichts dafür, ich bin in der Genossenschaft und einen Preis kriege ich sowieso erst nächstes Jahr. Ich habe keine Ahnung, ich muss so produzieren und kriege nur den Preis und deswegen mache ich es so, wie es ist.
Und das war mir ein Anliegen, da mal sozusagen aus der Versenkung die Landwirtschaft herauszuholen und einmal zu zeigen, oder zumindest den Kunden, und ich habe ja sehr viele Besucher, einmal zu zeigen und vor Augen zu führen, dass jedes Lebewesen, jede Wurstsemmel, jede Leberkassemmel irgendwann natürlich einmal gelebt hat. Und dann gibt es natürlich oft die kritische Ansage, dass viele Leute sagen, aber Zotter, ich meine, die Tiere streicheln und liebkosen und umarmen und dann schlachten und essen, ist nicht die wirklich romantische Art, Fleisch zu produzieren sozusagen. Und wenn ich dann sage, ja, wie hätten wir es denn gern? Ich meine, ist es besser, nicht hinschauen in diese Riesenhallen, wo die keine Fenster haben, wo die Hölle abgeht, wo Massenproduktion stattfinden muss. Ich sage jetzt, beschuldige gar nicht die Landwirtschaft, sondern es muss so sein. Weil ich meine, ein Schnitzelfleisch vom Schwein um 3,80 €, was es ja teilweise in Aktion kostet, ich meine, da können wir, glaube ich, relativ leicht nachrechnen, was es kosten muss. Ja, und das zeigen wir auf, und ich habe mittlerweile auch eine Kalkulation aufgestellt. Übrigens habe ich da nur auch von der Arche Noah alte Tierrassen, und auch der essbare Tiergarten ist auch von der Vegetation komplett essbar gemacht worden. Ich habe jetzt eine Kalkulation aufgestellt und ich komme auf einen Fleischpreis von 50 bis 60 Euro fürs Kilo im Durchschnitt von Butter bis Rind gerechnet. Und das ist die Realität. Und jetzt kann man sagen, bist du wahnsinnig? Ich meine, 60 Euro zahlt doch kein Mensch. Ich kriege es interessanterweise, weil ich verarbeite es auch selber, und das ist auch vielleicht die Botschaft, so wie du, dass du sagst, okay, ich habe meine Viecher und ich möchte meine Ziegen und Schafe und mache einen Käse draus. Also man muss halt was draus machen und eben eine Spezialität draus machen. Und dann geht's, und dann kriegt man auch den Preis. Übrigens, das ist kein überzogener Preis, ein unvorstellbarer Preis für uns mittlerweile. Aber wenn man zurückrechnet, 50 Jahre, ja, ungefähr 50, 60 Jahre, also das hat mir mein Vater erzählt, war eine Arbeitsstunde ein Kilo Fleisch ungefähr. Wenn man heute schaut, wenn Sie zum Mechaniker gehen und Sie die Autoreifen aufschraufen lassen, dann kostet es auch 70 Euro die Stunde. Also wo ist das Fleisch überteuert? Nur da ist irgendwas passiert. Wir sind übergewechselt in eine Massenlandwirtschaft, in Massenbetriebe, Großbetriebe, die halt natürlich kein Tiermitleid sozusagen mehr haben, können es auch gar nicht. Weil ich meine, wenn 5000 Händeln im Stall sind, musst du halt mit Antibiotika fahren. Weil stell dir vor, die 5000 Hühner sind hin, dann hast du 2 Jahre keinen Gewinn. Also ich verstehe die Landwirtschaft, aber nur müssen wir, also ich glaube die Landwirtschaft und auch die Gastronomie, ich meine, es entstehen jetzt neue Küchen, die offen sind, der Koch muss raus zum Gast. Herr Witzigmann hat das ja gerade gesagt, er hat das schon sehr früh erkannt, er hat ein Ohr an die Gäste gelegt, wir müssen das. Der Koch darf nicht in der Küche stehen und da drinnen herumkochen und sich an den Oberschwitzen, das muss er schon auch, aber er muss zum Gast und er muss mit dem Gast kommunizieren, weil der Gast sagt ihm eh, was er will. Ein Postulat zur Ehrlichkeit. Und da würde ich den, der Applaus ist da. Da würde ich den Bogen ganz gerne so Frau Dr. Kamersin wieder spannen. Wenn es eben um Ehrlichkeit geht, um Regionalität, Authentizität, werden da auch Fehler gemacht? Oder was ist Ihnen jetzt in letzter Zeit so an Fehlern aufgefallen? Vielleicht auch, wenn man die großen Ketten betrachtet, Lebensmittelhandel, wie auch gastronomische, touristische Kettenbetriebe. Ja, eben genau im ureigensten Thema wurden Fehler gemacht, indem es eben nicht teilweise beobachtet, man will jetzt keine Beispiele nennen, eben nicht Ehrlichkeit, dass es Marketingkonzepte sind, die eben eine schöne Verpackung haben, aber dahinter wenig halten und die eben nicht wirklich aus der Region sind oder nur scheinbar aus der Region und so aufgemacht werden und eigentlich nicht das halten, was sie signalisieren. Also das ist ja der schwerste Fehler und damit auch langfristig nicht tragbar. Also solche Produkte werden ja nicht lange am Markt bleiben. Es ist ja genau das, dass Konsumenten heute immer sensibler werden und auch so trainiert werden über die vielen Medienkontakte und Botschaften, die man ständig hört und mit denen junge Menschen aufwachsen, sehr genau unterscheiden zu lernen, ist das was Echtes, ist das eben authentisch im Gesamtkonzept oder ist das nur eine Marketing-Ausstaffage und so eine vordergründige Geschichte, die tiefer drinnen nicht hält. Und deswegen glaube ich, sind genau diese regionalen, authentischen Produkte nur dann wirklich langfristig erfolgreich, wenn sie eben auch gelebt werden, so wie Sie das vormachen, Herr Zotter und Sie. Oder auch, es gibt ja mehrere Marken in Österreich, tatsächlich aber auch schon Marken, die das dann wirklich schaffen. Das ist ja, ich meine, das ist natürlich relativ leicht, wenn ich einen Betrieb habe und dort ganz wenig Menge herstelle und das sehr authentisch, sehr persönlich. Schwierig wird es dann, wenn ich es in der Masse machen will. Und Sie machen es ja, Herr Zotter, letztlich auch schon für
im Vergleich in der Masse oder ein Sonnentor. Das sind ja schon eigentlich große Marken. Das ist ja nicht mehr nur ein Handwerksbetrieb. Und das wird dann schwierig, dass man wirklich die Menge schafft, die Marke wirklich leben zu lassen und auch eben ohne ihre Identität zu verlieren. Das, glaube ich, ist die große Herausforderung. Und letztendlich, natürlich können wir uns damit bescheiden, dass ich ein Ein-Mann-Betrieb bin und alles selber mache und auch meine begrenzte Menge und meine zwei Betriebe in der Umgebung, die ich beliefere, ist natürlich auch eine Idee, aber noch schöner ist die Idee, dieses wertvolle Produkt dann ein bisschen zumindest in die Masse zu bringen. Letztendlich profitieren ja dann auch alle davon, also nicht nur der Konsument, auch hoffentlich der Handel und natürlich der Produzent. Und das, glaube ich, ist die Schwierigkeit, das wirklich so und dann nicht der Verführung zu verfallen. Naja, jetzt machen wir es halt dann einmal nicht mehr so wie ganz am Anfang und eben nicht mehr mit diesem Herzblut, sondern nur noch eben industrialisiert im weitesten Sinne. Und das ist, glaube ich, die große, einerseits Verführung, andererseits Herausforderung, dass man das versucht zu entwickeln. Ich würde da ganz gerne aufgreifen und Leo Bauernberger da vielleicht vorziehen, Herr Plammer, weil etwas sehr Wichtiges gekommen ist, eben die kleinen Betriebe, die vielleicht für ihre paar Kunden das anbieten, das jetzt in die Breite zu tragen. Und genau der Führer der Via Culinaria bietet genauso eine Plattform und wie vorher gesagt wurde, unentgeltlich. Ich glaube, das hat schon Vision. Wie schauen hier auch weitere Ziele oder Konzepte, die Leo Bauernberger dir denkst, aus? Ja, also von unserer Seite ist es immer wichtig, eine Spitzenqualität sichtbar zu machen, auch unseren Gästen, weil wir einfach sehen, diese Nachfrage ist da, wir können sie auch befriedigen, aber es gibt keine Zusammenschau. Das ist, glaube ich, da ganz gut gelungen. Aber ich glaube, was das viel Wichtigere ist, wie können wir unsere Landwirtschaft, die wir Gott sei Dank noch haben, zu motivieren, mit unseren Gastronomiebetrieben stärker kooperieren. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Mit allen Schwierigkeiten, die es gibt, ja, mit allen komplizierten logistischen Themen. Und ich rede ja mit Wirten genauso wie mit Produzenten und mit Händlern genauso wie mit Firmen, die das sozusagen verteilen und die Logistik übernehmen. Und natürlich, wir haben Saisonschwerpunkte. Ja. Ich sage jetzt einmal im Februar zum Beispiel in unseren Gebirgsregionen, wo wirklich gleichzeitig 1 Million Gäste sich befinden und die müssen hochqualitativ versorgt werden. Ja. Wie organisiert das ein Betrieb? Also da muss man wirklich sehr, sehr großes Verständnis haben, wenn hier ein Betrieb quasi der hat so viel Geschäft, der kann es nur da machen in dem Monat, weil sag jetzt mal, ein Betrieb in Obertauern, der ist einfach mit Ende April ist er zu und dann sperrt er wieder auf Anfang Dezember oder Ende November und er muss das Geschäft hier machen und wie organisiert er hier diese regionalen, das sind Riesenherausforderungen. Aber ich denke, dass dieses Produkt einfach auch Anregung geben kann, dass es transparent machen kann, dass es Produzenten gibt, dass es Ideen gibt, wie kann ich, sage ich mal, zumindest einen Großteil der Produkte, 50%, sage ich jetzt einmal, aus einem Umkreis von 100 Kilometer einfach besorgen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und wir wissen einfach, dass unsere Gäste das lieben. Und das Potenzial, Geschichten zu erzählen, das werthaltig zu präsentieren, wie der Gunter Neiner das erzählt hat. Da ist ja so viel Marketing-Chance auch dabei. Und das ist unser Thema. Eine zweite Geschichte ist, was uns besonders am Herzen liegt, wo wir, glaube ich, große Stärken haben, ist die Ausbildung. Es ist ja so, wenn man Lebensmittel oder auch jetzt beim Fleisch bleibt, ein Schaf, ein Kalb, eine Kuh, komplett verarbeitet, das können ja viele nicht mehr. Ja? Wenn man es verlernt hat, das kommt portioniert schon irgendwo daher, das kommt die Filets und so weiter. Also selbst wie wir das gelernt haben, haben wir nur die Chance gehabt, ganze Tiere zu teilen. Und das ist ja auch teilweise verloren gegangen, weil es einfach gar nicht mehr notwendig ist, teilweise, weil das schon so gut aufbereitet daherkommt. Die
sage ich mal, Fleischindustrie unter Anführungszeichen hat ja da natürlich auch Convenience in diese Logistik gebracht, logischerweise. Und im Salzburger Land haben wir durch die Salzburger Tourismusschulen eine fantastische Ausbildung. Und die Kochausbildung, die wir in diesem Land anbieten können, die kann wieder Wert darauf legen, auch wieder sozusagen ganze Dinge zu verarbeiten, zu lernen, um dann erst die anderen Produkte daraus zu generieren. Dann gibt es wieder andere Möglichkeiten der Kalkulation und so weiter. Also ich glaube, das geht eins ins andere. Auf jeden Fall im Salzburger Land, wir haben eine tolle Ausbildung, wir haben sehr, sehr gute Produzenten, tolle Produkte, wir haben gute Gastronomiebetriebe und alles vor Ort und Bauern. Also hier den Bogen in so einem kleinen Raum zu schaffen, das ist möglich. Und unsere Vision ist, das, sage ich mal, kulinarisch interessanteste Land in den Alpen oder in Europa zu werden. Das ist unsere Vision. Und diese auch zu schaffen. Und da müssen nicht mehrere Player zusammenspielen. Das ist das Thema. Und eine Sache wollte ich noch sagen, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil das Thema Bildung und Jugend und Bildungssysteme, was wird unterrichtet in den Schulen, tut man jetzt noch Turnstunden noch streichen oder nicht? Ich wäre dafür, und das würde uns unserer Gesellschaft gut tun, glaube ich auch. Das wäre eine Riesenchance, wenn wir neben Deutsch, Mathematik und der einen oder anderen Fremdsprache auch Kochen als Hauptgericht in den Schulen anbieten würden. Das wäre... Bravo. Das wär, also das ist das wär, eine starke Ansage. Das wäre eine Sache, das ja. würde einerseits unseren jungen Menschen, unseren Kindern, und ich bin selbst Vater zweier Söhne, denen ich versuche, Geschmack von regionalen Lebensmitteln näher zu bringen. Und meine Boys sind schon sehr kritisch. Wenn die ab und zu, weil es aus Zeitnot ist, eine Pizza aus dem Tiefkühler bekommen, ja, da rümpfen sie die Nase. Und ich applaudiere da immer. Meine Frau sagt immer, na bitte, müssen wir heute halt übertauchen, wir sind nicht da und so weiter. Aber verstehe das natürlich. Beruf, Kinder und so weiter. Aber die rümpfen die Nase, wenn was nicht frisch gekocht ist, und wir führen sie auch da heran. Und ich glaube, das kann man im Jugendbereich fantastisch machen. Also für mich gehört Kochen und Ernährungslehre, das klingt jetzt technokratisch, in den Hauptgegenstand, bereits wirklich ab der Volksschule, und die Kinder sind zu begeistern. Und das würde uns nicht nur jetzt als Konsumenten, wir würden mündigere Konsumenten bekommen, andererseits würden wir dem Gesundheitsminister unglaublich viel Geld ersparen, weil diese Kinder, die da aufwachsen, glaube ich, auch gesünder leben würden, weniger krank sind, wenn sie einfach gesunde Lebensmittel bekommen. Eine nur zu unterstreichende Forderung, eben in den Lehrplan das Kochen stärker reinzugeben, statt wie in letzter Zeit zu kürzen. Trotzdem kam noch eine starke Aussage aus deinem Mund, nämlich das Salzburger Land zu der kulinarischen Destination in den Alpen zu machen, und das leitet klarerweise wieder zu Dominik Flammer, zum kulinarischen Erbe der Alpen über. Wir haben gehört, dass Regionalität vor 11 Meter für Bayern. Es war auch sehr stark die Tradition bei der Regionalität zu sehen, was Vergangenheitsbezug betrifft. Gibt es eigentlich Empfehlungen, den Mehrwert aus der Tradition proaktiv jetzt umzusetzen, eben das, was das Salzburger Land jetzt anstrebt, zu der Leitregion in den Alpen zu werden? Und ich würde auch gleich das Bild der Landwirtschaft mit hineinnehmen, weil sie sich natürlich intensiv mit den Landwirten, mit den Familien, mit den Personen beschäftigen. Entwickelt sich da eine völlig neue Landwirtschaft, ein Bild der Landwirtschaft? Bin ich überzeugt davon. Ich glaube, das Zentrale wird sein als Ratschlag ist, weg vom Label hin zum Gesicht. Wir haben in dieser landwirtschaftlich, staatlich, halbindustriell kontrollierten Landwirtschaft und Produktion eine Überlabelisierung von allem gehabt. Wir haben das Problem, Bio haben wir angesprochen, Slow Food. Bio ist besser als konventionell, bin ich überzeugt davon, deswegen ist es noch nicht gut an sich. Slow Food ist besser als Fast Food, deswegen hat Slow Food längstens seine Unschuld verloren. Hauptsponsoren von Slow Food in Turin unten sind San Pellegrino und Grana Padano. Labels haben wir gehabt, AMA-Gütesiegel.
wunderbares Label, großartig. Biomilch, 70%, Stallmilch, die Kühe sehen nie in Rasen und nie in eine Wiese, etc. etc. Die Gastronomie ebenso. Ich sehe heute bei den Gastronomen, sehe ich Tafeln vorne von Genussland Österreich, von kulinarisches Erbe Österreichs, von, weiß ich mal, nur noch Labels. Wir können uns gar nicht mehr orientieren. Und darum glaube ich, das Wichtigste ist vom Label zum Gesicht. Und mit dem Gesicht meine ich, Josef Zotter hat das vorgemacht, Sie machen das auch vor, wir müssen die Konsumenten kennenlernen. Die Winzer haben es vorgemacht, bei den Winzern vor 20 Jahren haben wir einen Doppler bestellt oder einen Grünfeldliner. Von welchem Winzer haben wir nicht gewusst. Beim Olivenöl ist es weitergegangen. Die Käser spielen das Spiel mittlerweile, in der Schweiz vielleicht ein bisschen stärker als in Österreich. Die Fleischproduzenten, man sieht plötzlich Gesichter. Man sieht Gesichter in vielen Bereichen. Ich glaube, man muss aufs Gesicht gehen, um eine Glaubwürdigkeit zu haben. Das gilt für die Gastronomie im Zusammenspiel mit den Produzenten. Ich habe in den letzten 4 Monaten, seit das Buch rausgekommen ist, rund 200 Pakete gekriegt. Pakete mit einem kleinen Produkt drin. Es war ein Schnaps, es war eine Marmelade, es war eine Wurst, es war ein Käse vom Produzenten. In allen 200 Paketen war kein Label drin. Es war ein Brief drin, ein persönlicher Brief von einem Produzenten. Unter anderem vor 10 Tagen von einem Wirten hier in Salzburg habe ich ein Paket gekriegt mit eingelegten Vogelbeeren. Gesüßt mit nur ein bisschen Zucker, nur über Wald, mit ein bisschen Zimt, ein bisschen Nelke drin. Und ich habe das leider erst gestern gekostet. Das Glas steht noch bei mir in der Schweiz im Kühlschrank. Ich durfte das gestern Abend beim Roland Essel im Weiserhof hier in Salzburg kosten. Und ich war bei einem Wirten, ich glaube, keine Haube, keine Sterne, nichts. Unprätentiöses Gasthaus, aber sehr, sehr gemütlich mit einem schönen Garten. Und ich durfte mich durch regionale Kulinarik, die ein bisschen über Salzburger Land hinweg definiert war, durchessen, habe unglaublich viel gelernt, unglaublich viel Spannendes kennengelernt und habe einfach die ganz große Hoffnung. Ich bin 6 Monate im Jahr unterwegs, so Wirte kennenzulernen, so Produzenten kennenzulernen, dass ich eigentlich dauernd wieder ganz große Gaumenexplosion erleben kann. Und ich glaube, weg mit dem Label hin zum Gesicht ist für mich eigentlich der absolute Grundsatz, wenn man in der regionalen Kulinarik punkten kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Zeit ist zwar etwas fortgeschritten, aber ich glaube, wir sollten uns doch ein wenig Zeit nehmen, ein paar Fragen von Ihnen an das Podium zu stellen. Ich werde 3, 4 Fragen sammeln, wenn es die von Ihnen gibt. Die Frau Kadel hat das Mikrofon, bitte Hand hoch und wir beantworten sie dann im Bausch und Bogen. Hat jemand an einen der Dame und der Herren eine Frage? Bitte. Frage im eigentlichen Sinn habe ich keine, aber so ein paar Feststellungen möchte ich machen. Zuerst Dank an Josef Zotter für die Präzisierung. Danke. Als ich hergekommen bin, habe ich kurz gepostet, dass ich zur Gewissensküche jetzt gehe. Und dann komme ich an und sehe, da steht aber nur Wissensküche. Und ich dachte mir aber, Gewissensküche wäre jetzt auch gar nicht so falsch, weil es ja darum geht, wie der Christian Grünwald auch gesagt hat, unzweifelhafte Herkunft der Produkte. Und die kann natürlich nur aus einer regionalen Produktion heraus erwachsen. Diesen Regionalismus, wie er jetzt in aller Munde ist, hatten wir ja wirklich schon vor, weiß ich nicht, 25 Jahren. Ich habe selber zweimal einen kleinen Gourmetführer, damals für das Pasta war das, mit dem Christoph Wagner herausgebracht. Und da hatten wir schon die Rubrik der neue Regionalismus. Vor 25 Jahren war das schon als neu, natürlich als Gegengewicht zur Nouvelle Cuisine. Was jetzt da ist, geht das noch? Ja. Was jetzt da ist, ist ein neues Produktverständnis. Jetzt im Gegensatz zu dem, was du, Eckart, damals vorgefunden hast. Das heißt, die Menschen können viel mehr anfangen mit ihrem Saibling, mit ihrem Huchen, mit der Esche, mit was weiß ich. Allerdings laufen wir Gefahr, gewissen Produkten, weil die halt da und dort propagiert werden, dass die auch einen Kultstatus bekommen. Dann haben wir wieder das Problem, alle wollen das haben. Darin besteht die Verführung. Und da müssen wir wirklich aufpassen, auch mit so einem Buch, so großartig das ist, so wunderschön und so hochästhetisch, es steht ein bisschen auf einem Podest. Es löst sowas wie eine Ohnmacht aus, zu sagen, Wahnsinn, aber ich komme ja da nicht dran. Und es zeigt auch,
dass es immer noch notwendig ist, dass wir solche Geschichten erzählen müssen, dass es nicht die Selbstverständlichkeit ist. Ganz wichtig ist, weg von Marken, weg von Labels. Ohne dem geht es nicht. Und dieses Geschichtenerzählen und Gesichter nehmen ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiger Weg, weil die Gesichter haben wir in unserer Nachbarschaft. Und da ist jeder Gastronom vor allem auch aufgerufen, sich umzuschauen und mit den Bauern, die Bauern mitzunehmen. Die sind leider, leider, alle Anwesenden, bitte sind jetzt ausgenommen, sehr behäbig. Sie sind behäbig gemacht worden, sie haben sich in eine Bequemlichkeit hineinfallen lassen. Ja. Und, aber ich weiß, es ist schwer, sich aus dieser Bindung an unsere landwirtschaftlichen Strukturen herauszulösen. Mhm. Aber das Potenzial ist wirklich da und ich hoffe sehr, dass wir da weiterkommen. Danke für diese großartige Veranstaltung. Danke Ihnen. Gibt es eine Frage, eine weitere Wortmeldung? Also erstmal danke für die großartige Veranstaltung. Also mir macht es nichts aus, wenn ich nur eine Stunde sitzen kann und da zuhören. Ein Regionalprodukt, das höre ich einfach immer wieder zu wenig, weil jetzt war es stark in den Medien. Das Rösl oder Pferdefleisch, das ist ein richtiges Salzburger Produkt, ein ganz gesundes. Und die sind nämlich, diese Tiere sind nämlich schon so clever und gescheit, dass sie genau wissen, was fressen, damit dann ein gutes Produkt für uns rauskommt. Und da müssen wir einfach noch einmal ein bisschen nachhaken und das richtige Zettel dazu geben, dass er wirklich Pferdefleisch ist, was man dann isst. Das möchte ich kurz anregen. Vielleicht hilft es, vielleicht kann man da mehr daraus machen. Und dass der Pferdepreis auch wieder steigt und mehr, das Pferdefleisch mehr kostet wie Rindfleisch. Vor 20 Jahren war der Preis halbiert, also war es um 50% weniger. Und mittlerweile ist man wenigstens ans Rindfleisch mit dem Preis herangerückt, sodass der Bauer auch mit Pferd im Fleischsektor verdienen kann. Danke. Danke Ihnen. Eine weitere Wortmeldung. Hand hoch. Wenn das nicht so ist, gebe ich die beiden Fragen einmal ins Podium. Wer möchte zum Thema Gewissensküche und vielleicht auch, dass die Marke doch eben eher in den Hintergrund gedrängt gehört, etwas sagen? Ich glaub, Christian Grünwald. Mit der Marke im Hintergrund, das ist eine wunderschöne Idee, nur für die Vermarktung wird es das nicht spielen. Ne? Ich denke da jetzt mehr an Markengemeinschaften oder so oder Produzentengemeinschaften, die müssen sich unter irgendeinem Dach finden. Wir haben das Problem, je kleiner die Einheiten sind, ich vergleiche es so, früher sind die Produkte weit gereist, und sind halt von irgendwo eingeflogen worden, die Produkte, und wurden hier verkocht. Das ist umgekehrt, jetzt kommen zum Teil die Gäste von weit her, um regionale Produkte irgendwie zu probieren. Das hat sich sozusagen ein bisschen umgedreht in der Begehrlichkeit. Ich muss aber irgendwo, ich verstehe das von der Industrie und genauso auch von der Produzentenseite, halt was zusammenbringen, was beide Anforderungen erfüllt, weil sonst haben wir immer nur für kleine Bezirke Produkte. Und ich habe dann vor allem eine Sorge. Wir reden dann immer von den Ikonen auf der Produzentenseite. Und was passiert denn dann auf der anderen Seite? Wird dann das normale Produkt jetzt noch einmal schlechter? Oder wo soll denn das hinführen? Wir müssen gemäß Slow Food, und das war für mich eine immer der besten, ehrlichsten Forderungen von Slow Food, von Petrini, dass die Qualität an sich des Lebensmittels muss besser werden. Wir müssen sozusagen das ganz normale Produkt, das muss besser werden. Was wir jetzt erleben ist mit Deklarationsirrtümern und was weiß ich, dass wir ja irgendwie in Sorge sind, was kriege ich wirklich? Und es kann nicht sein, dass jetzt da Produkte, die unzweifelhaft in der Herkunft sind, auf einmal ein Luxus werden, weil das geht also dann in die völlig falsche Richtung, weil dann haben wir hier also irgendwie eine neue Nouvelle Cuisine plus Zulieferern irgendwo geboren und das kann wohl bei allem Sinn für Luxus und gute Produktion nicht im Sinn des Erfinders sein. Darf ich da vielleicht gleich an den Herrn Gunter Neiner überleiten, weil auch das Thema Pferdefleisch und Wertigkeit, Slow Food jetzt gefallen ist. Wie sehen Sie dieses Thema? Ja,
Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir uns bewusst sind, dass wir jetzt in diesem Kreis von einem eigentlich marginalen Teil der globalen Landwirtschaft reden. Und es wäre natürlich die Vision, dass dieser marginale Teil ausstrahlt und dass das die Normalität wäre. Aber die reale Situation in der globalen Landwirtschaft, wenn man dem ins Gesicht schaut, wäre das Anlass genug, wirklich depressiv zu werden. Und die Entwicklung global gesehen geht beileibe nicht in die Richtung, die wir in diesem Kreis besprechen. Dominik Flammer hat jetzt gleich gesagt. Ich freue mich, wir kommen noch zur Podiumsdiskussion und wäre vielleicht ein bisschen kontroverser. Ich erlebe das sehr oft bei Produzenten, die sehr vorbildlich produzieren, dass sie von dem Pessimismus der gesamten Landwirtschaft gegenüber sind, die ich nicht begreife. Ich bin 6 Monate im Jahr im Alpenraum unterwegs und ich erlebe bei einer jungen Bauernschaft einen enormen Fortschritt, was das anbelangt. Ich bin extrem positiv gestimmt. Viele junge Bauern produzieren heute spannende Produkte, nahe an der Bioproduktion dran. Sie lassen sich nicht mehr so vereinnahmen von den Bauernverbänden. Sie sind enorm innovativ und sie sind produktiv. Das sehen wir eigentlich überall. Gehen wir auf die Bauernmärkte, die wir heute haben. Die Bauernmärkte haben ein viel größeres Angebot. Wir müssen aufhören, so pessimistisch zu sein. Nochmals, der Bäcker, der Metzger und der Haarschneider in der Stadt, der Friseur, der hat 300 Jahre mit kontrollierten Preisen gelebt, der hat keinen Markt erlebt, die haben sich einfach ihre Aufträge zugeschanzt, haben die Konkurrenz ausgeschlossen. Die Landwirtschaft ist seit 20 Jahren im Markt. Die hat nicht 300 Jahre Zeit gehabt, ihren Markt zu finden. Und dass die sich teilweise noch sehr schwer tun mit staatlichen Kontrollen, mit staatlichen Geldern, das ist verständlich. Ich verstehe das in einem gewissen Maß. Es gibt aber eine ganz breite, große Generation von jüngeren Bauern, die sich sagen, wir müssen was ändern. Wir können nicht mehr so weitermachen wie unsere Eltern, sonst macht der Beruf keinen Spaß mehr. Und wenn sie es nicht machen, wird das Bauernsterben weitergehen. Das wird auch noch weitergehen, weil wer sich probiert, in unserer Region weiterhin auf die Produktionsbedingungen der letzten Jahrzehnte zu verlassen, der wird irgendwann sterben. Und ich bin da relativ zuversichtlich und sehr positiv gestimmt, dass wir insgesamt das Niveau der Qualität der Lebensmittel steigern können. Das haben wir in den letzten 10 Jahren erlebt. Es ist vieles besser geworden, auch wenn wir Skandale erlebt haben. Und jeder Skandal hat uns wieder vorwärts gebracht. Also ein starker Aufruf zu positivem Denken, zum Andersdenken, auch im Sinne von Josef Zotter. Und wir haben ein zeitliches Problem, nachdem Herr Witzigmann und Frau Kammersin in einer Viertelstunde weg müssen. Vielleicht ganz kurze Fragen und kurze Antworten noch an Sie beide, bevor wir dann den Porsche verlosen. Liebe Frau Dr. Kammersin, Sie haben auch das Thema Gesundheit als eines der Zukunftsthemen angesprochen. Auf der anderen Seite haben wir, wenn wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen betrachten, diesen Fachausdruck Health Claims, der zumindest alles verbietet, gesundheitlich auszuloben. Wie kann man diesen Spagat auch aus Sicht der Landwirtschaft einfach jetzt bringen? Ja, das ist natürlich in manchen Bereichen dann eine Schwierigkeit, hier gesund, irgendwie in Richtung Gesundheit zu positionieren, vor allem wenn das Ausgangsprodukt nicht sehr bekannt ist für Gesundheit. Also ich denke jetzt an verschiedene Kräuter oder bestimmte Beeren. Schokolade. Ja, ist schon auch Gesundheit. Ja. Nicht? Gar nicht? Macht Glück. Naja, PR-Kampagnen sagen das zumindest für dunkle Schokolade. Ja, das schon. 85%. Also das ist natürlich, ich glaube, das ist schon, aber wenn wir gerade darüber sprechen, es ist, glaube ich, schon ein starkes PR-Thema sowas. Also die Gesundheitskomponente eines Ausgangsprodukts wird man immer schwerer auf der Packung transportieren können, aber viel mehr über PR, über die Medien, über journalistische Hintergrundarbeit und über die klassische Werbung wird das einfach nicht mehr gehen. Also ja, es wird schwieriger, aber nichtsdestotrotz muss ich diesen Trend ausnutzen, der aber eher weniger über die Klasse geht als über PR oder über die neuen Social-Media-Kanäle, also eher in diese Richtung. Und vielleicht eine Frage noch an den Professor Witzigmann. Sie haben ja auch 2007 die Romy bekommen für die kulinarische Weltreise. Das heißt, Sie kennen die kulinarische Welt wie kaum ein anderer bei uns hier im Saal. Ist Ihnen etwas ganz was Ausgefallenes so auf Ihrer Weltreise aufgefallen, was Regionalität betrifft? Und ich meine jetzt nicht die Ameisen im Noma in London bei der Olympiade, sondern was tut sich hier an völlig schrägen Ausgefallenen? Was fällt Ihnen so ein? Was haben Sie da in den letzten Jahren
Jahrzehnten entdeckt. Ja, mittlerweile hat mich der Roland überholt, ja, weil mittlerweile macht es der Roland Trettl, ja, der fliegt herum. Ich bin die ersten 2 oder 3 Jahre herumgeflogen. Aber er hat noch kein Rommi. Genau. Und, aber ich, wie gesagt, also sicherlich dieses Konzept, Hangar 7, Icarus ist natürlich für mich wieder, kann man sagen, wirklich einzigartig, weltweit. Man lernt natürlich erstmal den Menschen, man lernt natürlich auch die Kultur, man lernt die neuen Techniken, die neuen Gerätschaften, die Produkte und so weiter, lernt man das kennen. Und natürlich, ich persönlich bin sowieso immer noch neugierig und versuche das halt wie ein Schwamm aufzusaugen. Und es ist natürlich, man sieht eben, was sich in der Welt tut, weil das Thema Essen mittlerweile so globalisiert ist. Ja? Man kann heute nicht mehr sagen, das ist der Trend, die Trend werden sie irgendwie gesetzt. Ja? Aber auf der anderen Seite wieder muss man sagen, dass eben die regionale Küche eben auf jeden Fall ein Thema auch in Zukunft sein wird. Man darf nur nicht den Trugschluss haben, dass alles, was regionale Produkte sind, dass die eigentlich so sind, wie man sich das eigentlich vorstellt. Wir haben ja natürlich, ich spreche jetzt für die Gastronomie, wir sind die Endverbraucher, wir müssen natürlich auch die Garantie haben, dass das Produkt so ist, wie wir uns das vorstellen und wünschen und wie auch der kritische Gast, der mittlerweile noch kritischer geworden ist, der viel herumreist, der viele Vergleichsmöglichkeiten hat. Und es ist natürlich nichts Schöneres, ja, als wenn man heute schon in der Region ist, an Ort und Stelle eben dementsprechend sich darzustellen mit seinen Produkten, mit seiner Landschaft. Und natürlich, dann kann man nur sagen, Felix Austria, weiter so, bravo, danke. Ja, ich möchte mich an der Stelle für die Podiumsdiskussion bei der Diskutantin und den Diskutanten bedanken und würde